Wie ihr sehen könnt, uns fehlen Gardinen. Ja. Hast du schon mal Gardinen in deinem Leben aufgehangen? Nein. Hast du schon mal Gardinen in deinem Leben aufgehangen? Ja. Oh, da steht's doch schon. Gardinen. Gardinen. Und jetzt? Ich glaube, als allererstes müssen wir das aufhängen. Verstehst du? Was brauchst du? Wir haben keine Leiter. Oh, oh no! Luisa, du musst dich auf meinen Nacken sitzen. Spinnst du? Imani, was machst du da? Komm, Luisa, ich schaff das. Du bist nicht schwer, du bist meine Frau. Luisa, du bist doch schwer. Fast Unfall. Unfall, fast Nackenbruch. Du bist so klein. Du bist so klein? Ja. Deswegen willst du auf meinen Kopf? Imani, kommst du da oben ran? Ich glaube nicht. Wir brauchen eine Leiter, oder? Oder. Was oder? Brauchen wir eine Leiter oder nicht? Nicht. Doch, wir brauchen eine Leiter. Komm mit. Seid ihr bereit? Ja. Teamarbeit. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Ey, ja, Kuckuck, konzentrier dich mal jetzt, wir sind gerade Bauarbeiter. Es klappt! Go nada! Welcome runter jetzt! Imani, ich muss hier arbeiten. Imani, was machst du da? Kuckuck! Das ist so anstrengend. Soll ich machen? Nein. Wenn ich sage, das ist anstrengend, dann lass ich doch nicht dich machen. Die Gardine hängt. Nach 3 Stunden haben wir es geschafft, Luisa. Was ist los? Das war anstrengend. Natürlich war das anstrengend. Ey du, Bratan, komm da runter, Bratan, bitte. So sieht es von Weitem aus. In 3 Minuten ist es soweit. In 3 Minuten beginnt ein neues Jahr. Gleich ist 0 Uhr. Luisa, 0 Uhr, wir erleben sowas nicht oft. Wo ist deine Tochter? Wo ist deine Tochter? Es ist Schlafenszeit. Sie ist ein Kind, sie muss schlafen. Luisa, es ist 0 Uhr. 2023 war ein unglaublich schönes Jahr. Danke für eure Unterstützung auch in diesem Jahr und in den letzten Jahren. Und ich weiß, dass das nächste Jahr wieder eure Unterstützung am Start sein wird. Luisa, willst du noch mal was sagen? Ja, ich wollte mich auch bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Und wir wissen das zu schätzen, dass ihr jeden Sonntag am Start seid. Danke für alles. Jetzt genießt den Vlog weiter, ihr falschen Puffis. Aua. Ein neues Jahr beginnt. 1, 2. Nochmal? Ja. 1, 2. Juhu! Was ist da? Ein Hund! Nada, ich habe Seitenstiche. Ich kann nicht mehr laufen. Wie sollen wir dann wieder den ganzen Weg zurücklaufen? Ich weiß nicht. Ich habe eine Idee. Luisa, wartet hier auf mich. Ich gehe ganz schnell unser Auto holen und dann hole ich euch hier ab. Ich habe keine Lust zu laufen. Ich nehme mir einen Roller. Adios, amiga. Let's go! Imani, komm einsteigen! Yeah, Mama ist da! Steigt schnell ein! Bist du gut geklettert? Ich bin nass. Ist da alles nass? Ja. Frag Baba, was du ihn fragen willst. Was willst du mich fragen? Regenjacke. Du brauchst eine gute Jacke? Was denn für eine? Regenjacke. Regenjacke? Ja. Okay, ich kaufe dir eine Regenjacke. Ja, einsteigen. Ich meine, hier hast du Coco. War ich schnell? Ja. Hey. Ein neuer Tag beginnt. Imani, was machen wir jetzt? Heckenjacke kaufen und Boots. Heckenjacke kaufen und Boots. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Regenjacke kaufen und Boots, also Schuhe. Let's go. Welche Farbe wollen wir kaufen? Green. Was ist Green? Green. Grün. Ach so, komm. Wo finden wir hier eine Regenjacke? Okay, Leute, welche Jacke holen wir? Hier ist irgendwie alles so durcheinander, man findet nichts. Nader? Ich meine nie, welche Jacke holen? Hä, wo sind die? Was macht ihr hier? Spielen. Hast du eine Jacke gefunden? Irgendwie nein. Dann sind wir im falschen Laden. Ich glaube auch. Imani, hier gibt es keine Regenjacke. Oh.
Ja, ohne Regenjacke kann sie nicht im Regen rutschen. Ich kenne noch einen Laden. Da wird es zu 100% Regenjacken geben. Ich auch. Imani, wie heißt das Lied, was du gerade singst? Ja, aber wie heißt das Lied? Hat es einen Namen? Ja. Wie heißt es? Ey, sie versteht das nicht. Ey, sprichst du eigentlich Deutsch? Nein. Du sprichst kein Deutsch? Nein. Welche Sprache sprichst du? Arabisch. Dann sag mal was Schönes auf Arabisch. Nee. Ey, Imani, wir sind gleich da. Alles okay? Ey, bist du müde? Warum antwortet sie mir nicht? Weil sie müde ist, Mann. Sie will nicht zugeben. Bah! 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 Ich meine, ich habe gesagt, nicht einschlafen. Wir sind angekommen. Komm. Wir haben eine Regenjacke und Regenboots gefunden. Imani wechselt jetzt ihr Outfit. Es gab leider nicht in ihrer Größe. Wir haben ein bisschen größer geholt. Für Vierjährige. Aber da wächst sie rein. Und es gab auch nur die Farbe. Egal, ist gut. Wenn Nedal 4 ist, kann er das auch tragen. Wow! Zeig mal deine Schuhe. Ey Leute, nachdem wir jetzt durch ganz Berlin gefahren sind, um eine Regenjacke zu kaufen, bin ich hungrig geworden. Ich habe Hunger. Wie sieht's bei euch aus? Riesenhunger. Riesenhunger. Aber was wollen wir essen? Jindawi Bowl. Und du? Auch. Ich meine, das heißt auch, nicht auch. Sag mal auch. Auch. Richtig. Und du auch? Ja, ich auch. Ich zeige euch jetzt einen Zaubertrick. Hast du gesehen? Das war Zauberei. Ich gebe euch noch einen Schokolöffel. Bitteschön. Luisa, sag mir ein Wort, was die Jindawi Bowl beschreibt. Köstlich. Exotisch. Ein Wort, Mann. Perfekt. Imani, gib mir ein Wort, was die Jindawi Bowl beschreibt. Piklabobo. Piklabobo. Imani, wohin gehen wir? Ha, ich heiße Imani. Du schneidest heute deine Haare? Ja, mit Pony. Und du? Nein, ich schneide heute meine Haare nicht. Wollen wir schnell losgehen? Leute, das Ding ist, Imanis Haare sind lockig und vorne hängen die so glatt runter. Ich glaube, es ist eine gute Idee, wenn wir vorne ihre Haare ein bisschen schneiden, ein Pony, dann kann sie die auch öfters einfach offen tragen, weil sonst hängen die einfach so in ihr Gesicht runter. Imani Haarseiden. Yeah. Imani Haarseiden. Ich weiß, dein Auto ist kaputt. Tot. Wer hat das kaputt gemacht? Coco. Coco? Ja. Happy Birthday to you. Wie hat er das geschafft? Ab. Er hat einfach abgemacht. Ja. Du kannst nicht fahren. Jetzt kannst du nicht mehr fahren? Ja. Die Coco reparieren. Was muss Coco machen? Reparieren. Er muss das reparieren? Ja. Okay, sagen wir ihm, wenn wir nach Hause kommen, okay? Mein Auto ist kaputt. Guck mal, da war ja hier mein Auto. Ich war tot. Das ist mein Auto. Ich bin tot gegangen. Coco, du musst das Auto reparieren. Coco, Coco, wo bist du? Coco. Imani, Coco ist zu Hause. Imani, kannst du bitte die Null drücken? Nein. Ja. Richtig, gib Check. Du bist schlau, wie dein Vater. Imani, doch nicht den Schnee essen. Mama, guck, oh no. Oh no! Ja, das ganze Auto ist mit Schnee. Aber ich habe eine Idee. Und ich auch.
Leute, das ist Imanis Herz. Here we go! Imani, wir haben jetzt noch ziemlich lange Zeit. Wollen wir so lange vielleicht ein Matcha trinken gehen und einen Kakao? Ja. Was ist das? Pommes. Das ist keine Pommes. Hi-ho! Hi ho, Imani liebt Coco. Das ist eine Hexe. Ja. Oh no! Imani, das ist keine Hexe. Okay Leute, wir sind jetzt gleich da. Imani, bist du bereit? Jetzt kannst du immer deine Haare auflassen, immer spielen und die Haare kommen nicht in deine Augen. Imani, bist du zufrieden? Ja. Sie will dir zeigen, sie will dir zeigen. Pony. Pony. Imani, du bist die Schönste. Sieht aus wie eine Prinzessin. Danke. Und wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch heute. Seid ihr eingeschlafen? Very well.